Hi Toni. Am Samstag gab es ja die 0-4-Niederlage in Dortmund. Was macht man so nach dem Spiel? Analysiert man das dann noch groß durch oder ist dann einfach schnell abhaken angesagt? Ich glaube, es gehört so eine Mischung aus beiden dazu. Wir haben aus den Fehlern, glaube ich, jetzt was gelernt. Wir haben was mitgenommen, was wir falsch gemacht haben, was wir besser machen müssen in Zukunft. Aber ja, nach so einem Spiel, glaube ich, gehört trotzdem dazu, dass man es schnell abpackt, schnell aus den Köpfen bekommt und dann ja, jetzt wieder voll fokussiert auf die wichtigen Wochen ist. Du bist ja jetzt seit 6 Spielen beim Waldhof, hast in Duisburg, das war dein erstes Spiel, du hast gleich in der Startelf gestanden, hast ein Tor geschossen. Wie war es eigentlich, da so gleich ins kalte Wasser geschmissen zu werden? Ja, ich bin eher ein Freund davon, direkt ins kalte Wasser geworfen zu werden. Von daher ja, hat mich natürlich gefreut und ich glaube, ja, darauf konnte man aufbauen und ich glaube, man sieht auch in den Spielen, dass es ja, dass ich immer mehr an meine 100% komme, vom Körperlichen, einfach von den ganzen Abläufen und fühle mich gut und ja, jetzt kann es weitergehen. Also du würdest sagen, es fehlen dir noch ein bisschen zu den vollen 100% oder bist du schon da? Ja, jetzt fehlen vielleicht noch ganz, ganz wenige Prozentpunkte, also es wird immer besser, die Lockerheit kommt immer mehr zurück, die Spritzigkeit ist immer mehr da und ja, das, dementsprechend fühle ich mich auch. Du hattest ja jetzt eine Pause, ein halbes Jahr ohne Verein. Wie leicht oder schwer ist dir gefallen, jetzt wieder in den Profialltag zurückzukehren? Ja, eigentlich gar nicht. Ich habe mich einfach nur gefreut, endlich wieder ein Anführungszeichen normales Leben zu haben. Einfach ein geregeltes Leben mit jedem Tag Training, mit den Abläufen zum Spiel hin. Und ja, ich bin einfach glücklich, dass ich das jetzt wieder habe und freue mich einfach auf die nächsten Wochen. Am Montag kommt jetzt dann Elversberg. Tabellenführer, die spielen eine echt gute Saison. Was erwartest du für ein Spiel? Ja, ich glaube, dass Montagabend, Flutlicht, Heimspiel vor unseren Fans, könnte nicht geiler sein. Ja, dementsprechend heiß sind wir auch auf das Spiel und wir wollen auf jeden Fall die 3 Punkte hier behalten. Ich glaube, Elversberg ist eine fußballerisch sehr gute Mannschaft, was sich ja auch in der Tabelle widerspiegelt, aber wir haben gezeigt, dass uns solche Spiele liegen. Dass wir da Top-Leistungen abrufen können und so gehen wir auch auf den Platz und wollen auf jeden Fall das Ding gewinnen. Dann wünsche ich ganz viel Erfolg am Montag und danke für deine Zeit. Dankeschön.